schwierig ist. Ich muss quasi eher eine Reparatur als einen neuen Haarschnitt machen. Fangen wir mal unten an, wie so ein Fundament. Und darauf wird dann quasi das Haus gebaut. Deswegen der beste Freund beim Afrohaar ist wirklich der Afro-Kamm. You already regret that you're sitting there? Or no? I mean, you know, you can see it more than I can right now. So, yeah, that's true. But so far, so good. Mitte der Halle jetzt in einen Wahl-Barbershop umgewandelt. Die Protagonisten sind bereit. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Vinny hat sich für Felix Edvardsen entschieden, schwedischer Basketballprofi hier für die Weehawks Panthers. Und Felix hat sich für Grant Teichmann entschieden aus den USA. Also die Wahl auf die Models ist gefallen. Und jetzt will ich natürlich von euch Jungs wissen, habt ihr euch schon auf die Haarschnitte geeinigt? Felix, wie sieht's aus? Also bei mir ist es der Fall, dass es so ein bisschen schwierig ist. Ich muss quasi eher eine Reparatur als einen neuen Haarschnitt machen. Habe ich aber ganz bewusst so gewählt, weil ich da sehr viel Potenzial drin sehe und die Seiten werden sehr, sehr kurz. Wunderbar. Habt ihr euch schon Gedanken über die Wahl eurer Werkzeuge gemacht? Ja, auf jeden Fall. Also ich nehme die Barrett. Mhm. Die nehme ich sehr gerne, um die Hutlinie abzustechen. Das werde ich bei ihm genauso machen. Und um mir nachher die Übergänge nach oben hin zu erarbeiten, nehme ich meine Lieblingsmaschine, Magic Clip Cordless, die aufgrund ihrer Zahnung wirklich so schöne Blendings macht, dass das alles sehr schön verschwimmt und dass man nachher wie mit einem Bleistift das so richtig verwischt hat quasi. Ah, okay. Deswegen diese Wahl. Vinny, deine Wahl? Wie der Felix werde ich auch mit der Magic Clip arbeiten, aber zusätzlich noch mit der Wall Senior. Das sind meine beiden Lieblingsmaschinen. Ich werde abwechselnd mir die Schritte erarbeiten, quasi um so ein Blurry Fade nennt sich das, sieht dann so ein bisschen verschwommen aus, weil beide Maschinen erzeugen verschiedene Ergebnisse bei den Übergängen quasi, genau. Das hört sich doch alles sehr kreativ an. Ich bin gespannt, was ihr zaubern werdet. Seid ihr bereit? Immer. Du bist auch ready? Ich bin ready. Guys, are you ready? We're ready. Okay, alle ready? Ich würde sagen, dann legen wir los. Vinny, fängst du immer so an? Oder? Genau, ich mache mir immer meine Führungslinie und darauf baue ich quasi auf. Fange mal unten an, wie so ein Fundament und darauf wird dann quasi das Haus gebaut, so ein bisschen. Ja. Man kann auch von oben nach unten arbeiten, aber ich favorisiere das auf jeden Fall. Das heißt, das ist so dein favorisierte Arbeitstechnik, genau. der Beginn. Richtig. Ich finde aber, man sollte beides können, zumindest. Ja. Ne? Ja. Du bist ja so der Afro-Spezialist auch. Was muss man da eigentlich beachten? Grundsätzlich bei Afrohaaren ist es ein viel in Form schneiden. Jetzt bei den Seiten nicht, ne? Aber was das Deckhaar betrifft, wir haben keine verschiedenen Passés, die wir in irgendwelche Winkel ziehen, das haben wir nicht. Bei uns wirklich auskämmen, deswegen der beste Freund beim Afrohaar ist wirklich der Afrokamm. Okay. Ne? Das heißt, es ist wirklich ein viel auskämmen und in Form schneiden. Ja. Ne? Genau. Das ist halt ganz wichtig. Weil meistens hat man das Problem, wenn man dann einmal ausgekämmt hat, drüber geschnitten, nochmal auskämmt, dann kommen nochmal Haare raus. Ne? Ja. Genau. Jetzt erstmal arbeite ich gerade mit dem Aufsatz, weil ich hier eine neue Silhouette quasi erstellen möchte. Und gleich werde ich aber ohne Aufsatz arbeiten, um das alles schön zu verblenden. Ist es eigentlich auch wichtig, dass die Maschine eine gewisse Schwere haben? Definitiv. Also man braucht schon eine gewisse Haptik, man muss schon was in der Hand haben. Und deswegen ist eigentlich auch der Alltime Classics, den haben wir jetzt beide nicht dabei, das ist der Super Taper. Aber das ist so diese eine Maschine quasi, womit eigentlich jeder Friseur, jeder Barbier angefangen hat. Da hat man richtig was in der Hand, die hat noch richtig Gewicht und war noch mit Kabel. Die habe ich sogar hier auf meinen Arm tätowiert, weil das auch mein Einstiegsmodell war. Okay. Und ja, das ist das Schöne, dass bei Wahl halt dieses Gewicht auch noch ein bisschen da ist, dass man nicht denkt, man hat so einen Luftikus in der Hand. Ja, verstehe. Bei dir in Köln, in deinen Laden, dürfen ja nur Frauen reinkommen, maximal um einen Termin auszumachen.
Das heißt, du schneidest nur Männern die Haare. Was macht so einen richtig guten Männerhaarschnitt aus? Das ist viel wichtiger wie der Haarschnitt ist quasi die Form des Kopfes. Und dass ein Mann markant aussieht und dass ein Mann wirklich, dass da alles perfekt aussieht. Und bei diesen kurzen Haaren sieht man viel schneller Fehler und da sieht man viel schneller, was nicht dort sein sollte. Und deswegen muss man ganz, ganz penibel arbeiten und ganz sauber arbeiten. Ja, okay. Das ist sehr, sehr wichtig. Gren, how are you? Do you already regret that you're sitting there or no? I mean, you know, you can see it more than I can right now. Yeah, so, that's true. But, so far so good. Yeah. Also, Grant geht's gut, aktuell noch. Er hat vollstes Vertrauen. Aber es ist natürlich ein bisschen gemein, er sieht ja nicht, was da gerade passiert. Normalerweise hat man ja so einen Spiegel eigentlich, wenn man die Haare geschnitten bekommt. Das haben die Jungs jetzt nicht. Also sie müssen komplett vertrauen. Also Felix, ich lasse dich wieder ein bisschen in Ruhe arbeiten. Alles klar. Guck hier mal beim Vinny ein bisschen zu. Du läutest die nächste Stufe ein. Genau, richtig. Was machst du genau da gerade? Wir haben jetzt unterschiedliche Aufsteckkämme mit verschiedenen Nummern und verschiedenen Längen. Und mit denen erarbeite ich mir quasi meine Stufen, die einzelnen Stufen. Dann gibt es für später noch Zwischenlängen, um die hinterher auszublenden. Genau. Ja. Das ist quasi wie erste Etage, zweite, dritte, so ein bisschen, ja. Genau. War das für dich so mit 14 klar, dass du Barbier bist? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen auf jeden Fall. Meine älteren Brüder haben damals geschnitten, deswegen kannte ich das. Und allein rein vom Gefühl her hatte ich immer das Gefühl, das kann ich irgendwie auch. Ne? Ja. Hab mich dann trotzdem erstmal für Studium entschieden, hab Grafikdesign gemacht und anschließend die Lehre, genau. Und zu euch kommen ja auch gerne Fußballer. Felix, zu dir, Lukas Podolski. Wie kam das eigentlich zustande? Also er hat mich angerufen, ich weiß nicht, wie er meine Nummer bekommen hat. Er hat gesagt, hey, ich bin's, ne, der Lukas. Ich hätte ganz gern Haarschnitt und habe gehört, du bist ganz gut. Und so kam's. Und seitdem sind wir quasi ein Haarschnittpaar. Bei dir gehen ja die Dortmunder, Gladbacher, alle irgendwie ein und aus. Genau, also bei mir hat es damals angefangen mit... Der erste Profi mit, ich glaube, da war ich 15, Patrick Ovomoyela. Oha. Ja. Genau, und dann Gerald Asamoah, ich als Dortmunder. Oha. Ne? Hast du den reingelassen oder was? Ja, ich wurde abgeholt zu ihm nach Hause. Ach so. Okay. Genau, aber dann, als dann hinterher hieß, mich nach Hause fahren zu sollen, dann sagte der, ne, ich kann leider nicht nach Dortmund. Die hassen mich und ich hasse die. Deswegen muss ich dann den Zug nehmen, aber war auf jeden Fall ganz lustig. Ja. Das glaube ich. Jetzt nicht der Meinung sein, dass wenn man eine Wahlmaschine hat, sofort der beste Barber der Welt ist. Also er ist wirklich auf Null, da geht gar nichts mehr. Das nächste wäre dann die Gehirnstufe quasi, die nächste Stufe. Ich habe ihn aber einfach nur versteckt. Ne? Aber auf der Bank kannst du mittlerweile mit einem Vollbart ganz locker mit deinem Hemd und mit deiner Krawatte rumlaufen. Yeah. Does it feel good or is it like a like a massage? Yeah.